Da sind wir für Sie an den Mikrofonen, Frank Buschmann und Manni Breukmann. Herzlich willkommen im Stadion. Es gibt leichte Aufgaben, mittelschwere Aufgaben, ganz schwierige Aufgaben. So eine steht heute an, aber nur auf dem Papier. Ja, aber das von den Grundvoraussetzungen her ist das ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Aber ich würde die Jungs nie abschreiben. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. Sidney Sam. Reinhardt. Cutlet. Lars Bender. Sidney Sam. Schöner Pass. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Klasse Zuspiel. Den haben schon viele drin gesehen. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Ball verloren, so kurz vor dem Tor. Ja, der Pass kommt an. Geht er rein? Da fehlten nur Zentimeter. Wunderbar, wie er da alle aussteigen lässt. Fast alle. Denn dann kommt der Keeper, macht das gut. Und dadurch kein Tor. Rollen. Jetzt Christian Eigel. Klasse Zuspiel. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Die Fans, die freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Sie das Flügelspiel forcieren. Ein Traumpass. Gut. Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Torchance entwickeln. Stark gemacht. Der kommt genau an. Sehr kompakt die gegnerische Abwehr. Aber Lücken gibt es überall. Sicher in der Ballbahn. Da freut sich der Trainer. Oh, er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Ganz sicher hat er das gemacht. Versucht mit dem Kopf. Oh, gelaufen, die Tor.
Renato Augusto. Simon Rolfes. Schürrle. Renato Augusto. Spinola. Chandler. Pass nach draußen auf den Flügel. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Chandler. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Schöne Flanke. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Das muss einen Freistoß geben. Sonst gibt es hier die lustigen Holzhackerwurf. Kriegt er keine Karte, aber ein paar ernste Worte. Und damit ist die erste Hälfte absolviert. Es riecht nach Blamage in diesem Spiel, aber es sind ja noch 45 Minuten. Aber Manni, guck dir mal die Gesichter der Fans an. Die glauben das auch nicht. Das gibt vielleicht, noch setze ich ein Vielleicht dazu, eine große Überraschung. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Augusto. Die verstehen sich blind. Renato Augusto. Schürrle. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Chandler. Vollner. Chandler. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Ja, so kann es weitergehen. Gut geflankt hat er. Gefährlich, freier Ball. Aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Kießling. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Sidney Serb. Pass in den Strafraum. Gut abgefangen. Wenn Sie jetzt einen haben, der weit einwerfen kann, das ist eine gute Position. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Schürrle. Mit dem Kopf. Ein Ball, der unbedingt drin sein musste. Ja, also ich glaube, den hätte Manni Breukmann gemacht. So stellt man einen Angreifer zu. Gute Deckungsarbeit. Und so verhindert man eben auch Tor. Torchance geben. Renato Augusto. Toller Pass. Spitzenmäßige Hereingabe. Ja, das gibt einen Eckball.
Wir haben es schon so oft erlebt, vielleicht passiert es diesmal auch. Ein neuer Mann und es gibt doch keine Niederlage. Nimmt ihn mit dem Kopf. Ja, das war ja auch genau auf den Torwart gezielt. Pinola. Vollner. Jetzt Christian Aigler. Vollner. Ein paar Minuten sind noch zu spielen. Und ich sage Ihnen, da gibt noch was in diesem Spiel. Jetzt Christian Aigler. Vollner. Ein kleines süßes Zuckerfässchen. Damit ist das Endergebnis klar. 1-0. Und irgendwie ist es doch das Tolle am Fußball. Der absolute Underdog, der hat es heute rausgerissen. Und das schmeckt natürlich besonders gut, wenn du beim haushohen Favoriten das Ding einfahren kannst. Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen, bis die Tage.